Bundesverteidigungsministerin von der Leyen besucht Marinekräfte in Dschibuti und Libanon. Die Fregatte Brandenburg am Horn von Afrika. Seit April ist sie das Flaggschiff der Atalanta-Mission und an diesem Mittwoch die erste Station von Verteidigungsministerin von der Leyen bei ihrem Besuch der rund 360 Soldaten der EU-geführten Mission. Die Soldaten haben hier den Auftrag, die Schiffe des Welternährungsprogramms zu schützen. Die Operation ist somit für die Versorgung der somalischen Bevölkerung mit Lebensmitteln von zentraler Bedeutung. Und das zweite große Betätigungsfeld, was unser Primärauftrag ist, ist das Unterbinden bzw. das Eindämmen der Piraterie in diesem Seegebiet. Die Marine beteiligt sich an der EU-geführten Operation außerdem mit einem Seefernaufklärer vom Typ P3C Owain. Dieses auch als fliegende Auge bezeichnete Flugzeug ist ein wesentliches Einsatzmittel für die Aufklärung im gesamten Operationsgebiet. Am Donnerstag flog von der Leyen in den Libanon und besuchte dort die Soldaten des deutschen Anteils an der UN-Blauhelm-Mission UNIFIL. Der Schwerpunkt des deutschen Beitrages ist seegestützt. Die beiden Schnellboote Frettchen und Wiesel übernehmen die Seeraumüberwachung vor der libanesischen Küste. Auf beiden Booten dienen derzeit jeweils rund 40 Soldaten. Es war nochmal sehr deutlich, dass meine libanesischen Gesprächspartner ausgesprochen dankbar dafür sind, wie sehr die Bundeswehr, die deutsche Marine, die seeseitige Sicherung der Küste verantwortlich übernimmt. Im Libanon gibt es derzeit über 1 Million Flüchtlinge aus Syrien. Bei einer Einwohnerzahl von gut 4 Millionen eine enorme Herausforderung. An Bord eines Schnellbootes machte die Ministerin sich ein eigenes Bild von den Aufgaben der Besatzung und der Leistungsfähigkeit der Boote. Neben der Seeraumüberwachung beteiligt sich Deutschland auch an der Ausbildung libanesischer Marinesoldaten an der Junie Naval School. Deutschland trägt mit beiden Einsätzen zur Sicherung und Stabilisierung in den jeweiligen Regionen bei.